und herzlich willkommen. Mein Name ist Marin Hopfgartner. Ich bin die Begründerin der TLI Pädagogics und heute ist es meine Aufgabe, dir diese Pädagogik ein bisschen vorzustellen. Es gibt in Österreich bereits mehrere diplomierte TLI-Begleiterinnen und auch schon einige TLI-Mentorinnen und wir sind auch sehr, sehr glücklich, dass sehr viele unserer Module der Ausbildung, insbesondere im Bereich der Kindergruppen, durch die WTPVO-Aufschulung anerkannt sind. Es gibt auch mittlerweile Kindergruppen, die dieses Modell integrieren. Die erste Kindergruppe in Wien im 22. Bezirk hat das erste Mal die TLI-Pädagogik im pädagogischen Konzept eingereicht und das wurde auch genehmigt. Jetzt gerade ist eine weitere Kindergruppe in Entstehung, und zwar in Mödling, das Kivu-Land, auf das wir uns schon sehr freuen und von dem wir sicher noch etwas berichten werden. Okay, vor allem geht es mir heute darum, die Arbeit mit den Kindern der 1- bis 3-Jährigen, 3-, 3,5-Jährigen vorzustellen und ein bisschen einen Einblick zu geben, gibt aber auch gleich eine Vorschau auf die Kinder von 3 bis 6. Also ganz wichtig ist es uns in unserer Arbeit, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Dazu gehört es, dass wir hier wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich etwas, was eine Herausforderung ist, weil wenn mehrere Kinder in einer Gruppe sind, gibt es natürlich auch immer mehrere Bedürfnisse. Das heißt, die diplomierten TLI-Begleiterinnen, die mit Kindern von 1 bis 3,5 Jahren arbeiten, sind ganz speziell ausgebildet darauf, auf diese Bedürfnisse einzugehen und wie das zu passieren hat. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass es natürlich nicht darum geht, dass jedes Bedürfnis in jeder Sekunde sofort erfüllt werden muss, sondern dass sie wahrgenommen werden, dass sie berücksichtigt werden und das Kind und jeder einzelne junge Mensch weiß, dass die Bedürfnisse gesehen werden und dass sie ernst genommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich in einer Gruppe ist auch die große Herausforderung, die Kinder dabei zu begleiten, sich auch einzulassen darauf, wenn mehrere Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie sie da miteinander sozusagen auch umgehen. Dann ist uns auch ganz wichtig der Situationsansatz. Das ist ein zweiter Punkt in unserer pädagogischen Arbeit. Das heißt, wir versuchen die Situationen, die wir vorfinden in der Arbeit mit den Kindern, ganz speziell zu berücksichtigen. Das heißt, Situationen, Lebenssituationen, besondere Situationen, Situationen in der Umwelt, im Jahreskreislauf, Feste, Feiern, aber auch Veränderungen wie zum Beispiel zu Weihnachten, wo plötzlich die ganze Umgebung geschmückt ist, wo alles ein bisschen anders ist, diese Situationen auch in die Gruppe zu holen und mit den Kindern zu erleben. Dazu gibt es eine eigene Sinneslandschaft. Wir wissen, dass gerade die Kinder in den ersten 3 Lebensjahren ganz, ganz intensive Sinneslerner sind und deswegen wollen wir das natürlich ihnen auch ermöglichen. Begleitet wird das Ganze dann auch durch Impulse. Impulse sind das, was die pädagogischen Fachkräfte, die TLI, die diplomierten TLI-Begleiterinnen setzen, damit die Kinder durch verschiedene kurze Impulse angeregt werden, Anregung finden und Orientierung finden im Tagesgeschehen. Impulse sind ganz kurz. Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder frei spielen, dass sie das Spiel wirklich auch wählen, dass sie die Länge des Spiels wählen und dass sie sich im Raum wirklich frei bewegen können. Man kann sagen, dass die Gruppe so zusammenwirkt, dass die Kinder das, was in der Gruppe passiert, sowie auch wie es passiert, mitgestalten und vor allem vorrangig gestalten. Ein wesentlicher Punkt in der Gruppe, in der TLI-Gruppe, ist die Individualität. Die wollen wir berücksichtigen. Das heißt, es ist uns auch wichtig in diesem Zusammenhang und in diesem Sinne, dass wir dafür sorgen, dass die Kinder hier sich wirklich ganz eigenständig, einzigartig betrachtet sehen. Wir wollen die Gruppe nicht als Gruppe ansprechen, sondern als ich und als du wollen wir in der Gruppe zusammenleben. Die Kinder sollen bei den TLI-Begleiterinnen viel Halt, Orientierung finden. Sie sollen Unterstützung finden dort, wo sie es brauchen. Sie sollen ernst genommen sein und wahrgenommen sein. Also man kann sich auch so ein bisschen diese Großgruppenstruktur vorstellen, diese Großfamilienstruktur, die es früher auch gegeben hat. Es ist ein fließendes, liebevolles, achtsames Miteinanderwirken, aber dabei ist es ganz wirklich, dass wir
wichtig, dass wir die wahrnehmende Beobachtung verwenden. Dass es wirklich auch so ist, dass wir wahrnehmen, wie es den Kindern geht, was gerade bei den Kindern, bei den einzelnen Kindern jetzt für Themen sind, was sie interessiert und alles das. Darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen. Jetzt ist es mir aber ganz wichtig, auch noch die Autonomie in den Vordergrund zu stellen. Autonomie zulassen ist ein wesentlicher Teil, mit dem sich die diplomierten TLI-Begleiterinnen beschäftigen. Das heißt, wir wollen, dass die Kinder selbstbestimmt in der Gruppe aktiv sind und sich auch in der Gruppe bewegen. Dass sie wirklich frei sind in ihrer Wahl und nicht in irgendeinem Gruppenzwang mitwollen. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Es gehört auf jeden Fall zur neumodernen Pädagogik, zur zeitgemäßen Pädagogik dazu, weil wir heute auch schon von vielen Hirnforschern die Hinweise bekommen und von der Neurowissenschaft, das Kind lernt am besten im Spiel. Und Spiel muss nicht in eine künstliche Aktivität gebracht werden, insbesondere wenn das Kind sehr jung ist. Ein weiterer Punkt ist auch ganz wichtig, dass wir uns da auch auf einer entwicklungssensitiven Ebene beschäftigen. Was bedeutet das, entwicklungssensitiv? Das heißt, unsere diplomierten TLI-Begleiterinnen sind auch dahingehend trainiert, dass sie nicht auf das Alter des Kindes hauptsächlich Rücksicht nehmen, sondern auf den wirklichen Entwicklungsstand. Sie haben das sicher auch schon mal bemerkt bei Ihrem Kind oder bei den Kindern, mit denen Sie in einer Gruppe zusammen sind, dass nicht jedes zweijährige Kind die gleichen Fähigkeiten hat. Und das ist auch in Ordnung so. Es ist wichtig, dass wir weggehen von diesem schulischen, schulorientierten Denken, wo wir versuchen, alle Kinder auf ein gleiches Level zu bringen. Wir Menschen, wie wir hier sind, haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Kompetenzen. Ich habe andere Fähigkeiten, als Sie haben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir von klein auf die Kompetenzen, die entstehen, begleiten, unterstützen und dort, wo Hilfe gewünscht ist, auch Hilfe anbieten, dass wir die Kinder dahingehend unterstützen, zu selbstbestimmten, aktiven, erwachsenen Menschen heranzuwachsen. Was uns da ganz besonders hilft, ist das Beachten des Entwicklungsmomentes. Das heißt, jedes Kind zeigt uns ganz klar, das haben Sie sicher auch schon bemerkt, wofür es sich jetzt gerade interessiert. Und letztendlich kann man aus einem Spiel alles lernen. Heute haben wir hier zum Beispiel in der Akademie haben wir uns auch mit Bilderbüchern beschäftigt und sind draufgekommen, dass wir mit einem Bilderbuch eigentlich alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die wichtig sind im Leben eines Menschen, auch ansprechen. Also es ist nicht so, dass ich ständig Bespielung brauche, um das Kind da wirklich zu unterstützen. Entwicklungsmomente gehen einher mit dem Entwicklungsinteresse. Und da ist es wichtig, dass wir einfach begleiten, anstatt zu leiten. Es ist wichtig, dass wir uns dieses Bild der TLI-Pädagogik vor Augen führen. Ich gebe den Teilnehmerinnen in der Ausbildung immer ein Bild mit und sage, schau, stell dir vor, du bist der Erwachsene und neben dir steht das Kind. Und wenn du diesem Kind die Hand gibst, den kleinen Finger vielleicht, wenn es ein ganz ein junges Kind ist, dann sollte es den ersten Schritt machen. Und ich setze meinen Schritt einfach nach. Und so leitet das Kind oder entwickelt sich das Kind aus seinen ursprünglichen Fähigkeiten und Kompetenzbereichen, aus seinen Stärken, aus seiner Persönlichkeit, die zum Teil auch angeboren und mitgegeben ist, heraus und wird begleitet. Und das Wichtige ist einfach, dass wir die Entwicklung des Kindes nicht versuchen, in ein Alterskriterium zu bringen. Bei den älteren Kindern, 3 bis 6, geht es uns vor allem um das Mentoring. Da werden wir zum Fragetopf. Die Kinder sind schon hochkreativ und möchten sich auch mit ganz verschiedenen Aspekten beschäftigen und da möchten wir sie begleiten. TLI-Pädagogik sieht das Kind als einen kleinen jungen Menschen, den wir als Erwachsene begleiten zu einem unabhängigen, selbstständigen, autonomen, reifen, erwachsenen Menschen heranzuwachsen.